Guten Morgen. Wir haben heute Wechseltag. Hanna und ich reizen es richtig aus mit dem Aufstehen. Wir müssen in 8 Minuten beim Meeting sein. In unseren blauen Shirts. Und ich bin gestern erst um 4 ins Bett gekommen. Wann bist du ins Bett gekommen? Auf jeden Fall jede Minute gerade. Aber ich glaube, ich muss jetzt aufstehen. Weil sonst kriege ich auch noch Ärger. Todesmüde. Wir haben heute Wechseltag und wir sind jetzt die ganzen Teilnehmer, die angekommen sind. Und da sind die ganzen Papa, die jetzt heute abreisen. Hast du Hilfe? Okay, die müssen halt alle hier rein. Okay. Du hast ziemlich viel zu tun, ne? So hat sich auch keiner mehr hingelegt hier, ne? Also Emma, Jenny, ich finde das so toll, ja, wie ihr das Zelt hier sauber gehalten. Die konnten einfach liegen bleiben. Ja. Auch wenn ich hier gehen muss, dass die passenden Worte für mich immer sehr schwierig zu finden sind, wenn da ganz, ganz schlecht sind. Aber das ist ein ganz besonderer Moment, weil ich hier in Playa zum Beispiel jetzt schon das 2. Jahr in Folge den Chefpreis weitermache. Und ich habe letztes Jahr nicht alleine hier angefangen, sondern mit Maike. Und für mich ist das ein ganz großer Moment, die jetzt zu warten. Also bei uns regnet es gerade und 3 Teamer und ich, also insgesamt 4 Teamer, nutzen jetzt die Gunst der Stunde und gehen jetzt shoppen, weil unsere ganzen Sachen ausfallen und wir somit jetzt Zeit haben. Unser Zelt ist gerade weggeflogen. Ich wollte es gerade aufmachen und dann ist es, ohne dass ich es angefasst habe, ist es schon weggeflogen. Also es regnet jetzt hier mega, es ist windig. Unser Zelt, in dem ich schlafe, ist komplett weggeflogen. Alle anderen Zelte stehen noch. Der Camp sieht auch geil aus. Na, Alex? So sieht's aus. Alles unter Wasser. Von meinem Blatio ist auch alles. Wir mussten hier schon mit der Schippe das Wasser rauskriegen. Gerne, dass du noch richtig gute Laune hast, finde ich super, wirklich. So. Unser Cookie hier. Urlaub in der Sonne, haben sie gesagt. So sieht es aus. Ja. Das war unser Fun and Food. Und heute Abend haben wir die Hip und wir haben alle richtig Bock, oder? Ich habe richtig Bock drauf. Ja. Du gehst auch zur Hip, oder? Weiß ich nicht. Okay, ich wollte nämlich unbedingt zur Hip, als wir jetzt was hingehen. Patrick, was sagst du denn dazu? Was denn? Zu eben. Naja, wir müssten eigentlich nicht mehr so weit zum Meer laufen. Mein Zelt steht nicht mehr. Dein Zelt steht nicht mehr? Komplett weg. Ja, das gehört halt dazu. Auch noch Spaß in der Nähe davon. Spaßiger Spaß. Hier gerade so ein Speed-Dating. Wir haben alle richtig Bock, lernen sich gerade kennen. Total interessant. Wurde gerade geschminkt und man sieht es schon wieder nicht, weil wohl doch nicht aufgenommen habe. Ich habe immer noch keine Post. Ist nicht schlimm. Will mir auch nichts schreiben. So. Ja, ein Brief hier nach dem anderen abkriegt. Und ich habe bis jetzt immer noch keinen einzigen bekommen. Du hast noch keinen bekommen, Isha. Ich habe noch keinen bekommen. Mich möchte einfach keiner. Ey, so. Das kann ich nicht nachvollziehen. Du könntest mir ja mal was schreiben. Ja, ein Versuch, das merke ich. Danke. Ich habe mir jetzt einen Brief ergattert. Bereit, letztens nach links aufzurutschen und vielleicht... Der Moderator. Ist das dann... Ja, du musst... Ein bisschen rumgeschleift. Das geht nicht.